Hallo! Heute gibt es wie versprochen das KitKat-Video bzw. das Süßigkeiten-Video. Also ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Ich werde erst die zwei anderen Sachen, die ich mir gekauft habe, probieren und dann die KitKats. Also ich habe folgende Geschmacksrichtung von den KitKats gekauft. Wir haben einmal Cheesecake, Haselnuss, Sweet Potato, also Süßkartoffel, dann Sakura Matcha und Wasabi. Und genau in der Reihenfolge werde ich die auch essen, einfach weil ich mir Wasabi für den Schluss aufheben wollte, weil ich mir dachte, das wird bestimmt komisch. Und deswegen als erstes habe ich hier Pekko und Sanrio Charakter, Ichigo Party, Chocoletto, also dieses Pekko ist, glaube ich, so ein relativ berühmter Charakter, oder ich weiß nicht genau, aber dieses Mädchen mit dem Zopf und der Schleife, davon gibt es auf jeden Fall auch noch andere, so Milk Chocolate oder so. Ich mache die jetzt einfach mal auf. Oh Gott, das riecht schon, also ich glaube, das ist irgendwie mit Erdbeeren. Und das riecht doch total wie dieser so typische, ich sag mal, chemische Erdbeergeschmack. Und oh mein Gott, ist das süß. Oh Gott, was esse ich, was esse ich, was esse ich? Ich nehme einfach mal... Oh Gott, das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist dieser gelbe Hund oder so. Ja, ist halt Schokolade mit Erdbeergeschmack. Das ist total niedlich und deswegen finde ich süß. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Die werde ich alle essen. Da sind irgendwie, glaube ich, so wie drei Kaubonbons drin. Der Geschmack ist Grape. Und also Grape, also halt Trauben. Und das Ding ist, nur zwei davon haben Traubegeschmack und das dritte hat einen anderen Geschmack. Und man weiß nicht, was für ein Geschmack. Oh Gott, ich bin mal gespannt. Okay, okay, okay. Welches soll ich zuerst essen? Ich neige immer dazu, nicht das mittlere zu nehmen und deswegen nehme ich das hier. Es ist sehr so weich und cremig. Ich glaube, innen ist irgendwie wie so eine Flüssigkeit. Also nicht so richtig flüssig, sondern so zähflüssig. Und das hier ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker. Mmh, das finde ich toll. Also die mag ich auf jeden Fall. Also die mit dem richtigen Geschmack. Ich nehme jetzt mal das mittlere. Einfach weil ich nicht denke, dass die in die Mitte das packen, was den anderen Geschmack hat. Ich hoffe es. Okay, doch. Mmh, das ist das Saure. Mmh. Das ist also das mit dem anderen Geschmack und das ist mega sauer. Mmh. Oh. Okay, ich mag es auch so Sachen, aber es ist trotzdem sehr, sehr lecker, aber es ist halt so sauer. Okay, da ich jetzt das Saure hatte, hebe ich mir das dritte einfach für später auf. Dann kommen wir zu den KitKat, da freue ich mich schon total drauf. Wir haben hier als erstes Cheesecake. Und die Verpackung ist sehr süß gemacht, finde ich. Also es ist halt so ein grünes Karo-Muster drauf und dann steht hier halt ein bisschen Zeugs drauf. Ich kann das auch nicht alles lesen, aber von dem Schriftzug hier oben. Also ich kann das erste kann ich nicht lesen, aber dann steht Oishi Chizukeki Ashi. Also irgendwas und leckerer Cheesecake-Geschmack. Ich mache das einfach mal auf und dann... müsste das auch aufbekommen. Oh, es ist weiß. Oh, es riecht so auch richtig so nach Frischkäse. So. Oh, das ist richtig geil. Okay, ich breche jetzt eins ab und esse eins. Also, es schmeckt schon nach Cheesecake, also Käsekuchen. Aber, also es ist sehr, sehr lecker. Aber es ist eher so dieser auch wie fertiger Käsekuchen. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt zwischen so gekauftem Käsekuchen und von Mama gebackenem Käsekuchen. Und das schmeckt halt eher so wie dieser gekaufte Käsekuchen, was natürlich irgendwie verständlich ist. Aber es ist auf jeden Fall mega lecker. Dann haben wir als nächstes Hazelnuts, also Haselnuss. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil das gar nicht so ein
besonders komischer Geschmack ist. Also das ist was, was ich mir vorher bei KitKat vorstellen kann. Bei dem ist die Verpackung ein bisschen anders. Also da sind oben so wie Haselnusssplitter drauf. Und hinten, das haben aber auch viele KitKats, ist so wie so ein kleines Notizfeld. Also da kann man irgendwie was reinschreiben oder so. Bei einem steht, glaube ich, auch irgendwo Message drauf. Also keine Ahnung, ob man die dann irgendwie verschenken kann und dann draufschreibt irgendwas von wegen so, lass es dir schmecken oder so. Ich sollte wirklich meine Aufmachskills verbessern. Was mache ich denn? Oh, das ist sehr, sehr dunkel. So sieht es aus. Also es ist ganz das Gegenteil von dem vorher. Also es ist halt viel, viel dunkler. Kommst du raus? Ja. Ich sollte das nicht auf meinem Bett machen, weil ich alles voll krümmel. Okay, es ist halt dunkle Schokolade. Ich muss dazu sagen, dass dunkle Schokolade nicht so mein Favorit ist. Also ich bin eher so der Typ für weiße Schokolade. Aber dafür, dass es dunkle Schokolade ist, schmeckt es übelst gut. Also es schmeckt halt nach Haselnuss. Aber man schmeckt halt auch, dass es halt eher so zartbitter Schokolade ist, denke ich mal. Dann haben wir jetzt nächste Sweet Potato. Das sieht im Endeffekt fast genauso aus wie das Cheesecake. Nur halt, dass es ein rotes Karo-Muster hat. Und dann steht auch wieder irgendein Kanji und dann Oishi Sweet Potato Aji. Ich glaube übrigens, ich habe vorhin Aji gesagt. Aji ist natürlich das Bein und Aji ist der Geschmack. Ich glaube, ich habe das vorhin falsch gesagt, das ist mir gerade eingefallen. Have a break, have a KitKat. Ich habe ein Video und habe ein KitKat. Oder gleich fünf. Es ist weiß, das hätte ich nicht erwartet. Na okay, es ist auch eher gelblich. Also nicht unbedingt weiß, sondern gelblich. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich kann mir Sweet Potato in der Schokolade überhaupt nicht vorstellen. Also riechen tut es nach gar nichts erstmal. Und der Geschmack ist sehr, sehr lustig. Also ich weiß nicht, erst schmeckt man gar nichts und dann schmeckt man so, für mich ist das so dieses Orange in der Süßkartoffel, das schmeckt man halt total. Wenn man noch nie Süßkartoffel geschmeckt hat, kann man sagen, es schmeckt so ein bisschen wie Möhren oder Kürbis, so in die Richtung. Also es hat ja alles so diesen orangen Touch und die haben alle irgend so ein Vitamin drin, was halt den Geschmack so ein bisschen ähnlich macht. Und man schmeckt halt wirklich erst gar nichts. Dann kommt so dieser, Süßkartoffelgeschmack. Würde ich nicht als meinen Favoriten markieren, sage ich mal, aber kann man auf jeden Fall auch mal probieren. Und dann kommt wahrscheinlich mein neuer Favorit. Also ich finde ja Matcha KitKat mega geil. Aber das hier ist Sakura und Matcha. Und hier steht übrigens das drauf mit Message. Ich bin irgendwie immer zu doof, die Dinge aufzumachen. Oh, er ist grün, er ist grün. Oh, er ist grün. Oder es, das, was auch immer. Auf jeden Fall ist es grün. Das finde ich schon mal sehr gut, dann wird es auf jeden Fall total gut nach Matcha schmecken. Also ich liebe die Matcha KitKat und ich weiß nicht, ob ich diese hier noch mehr lieben werde. Also es schmeckt nicht so sehr nach Matcha wie das normale Matcha KitKat. Oh, der Nachgeschmack ist geil. Aber es schmeckt trotzdem nach Matcha. Aber es schmeckt halt ein bisschen milder, sage ich mal. Also ich glaube, wenn einem die Matcha KitKats nicht so extrem zusagt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Es schmeckt trotzdem nach Matcha. Hat ja diesen leckeren Matcha-Geschmack, aber halt nicht ganz so stark und irgendwie ein bisschen süßlicher schmeckt es halt. Also das ist echt gerade mega lecker. Das ist bis jetzt das Leckerste. Und ich glaube nicht, dass Wasabi leckerer wird. Aber das finde ich, das finde ich richtig gut. Oh, das ist so lecker. So, und jetzt haben wir noch als letztes das Wasabi KitKat. Ich weiß überhaupt nicht, was mich da jetzt erwartet. Wir machen das einfach auf und essen das. Es ist grün, wie man erwarten würde. Aber es ist so hellgrün, also nicht so dunkel wie das Sakura KitKat. Es ist eher so ein Mintgrün, wobei Mintgrün sieht auch noch anders aus. Oh Gott, will ich das wirklich tun? Na, ich presse natürlich kaputt. Okay, ich nehme jetzt so ein kleines Stück, was hier abgefallen ist. Ich nehme mal ein größeres Stück. Also, ich muss erstmal sagen, ich mag Wasabi überhaupt nicht. Wenn ich Sushi esse, ich mag es überhaupt nicht, Wasabi irgendwie da drauf zu machen oder da mein Sushi reinzutitschen oder so. Und ich finde irgendwie, das schmeckt gerade
Ach, gar nicht. So ein bisschen hat man schon den Wasabi-Geschmack, aber es ist halt überhaupt nicht scharf. Ich meine, ich hätte es auch nicht erwartet, dass es scharf ist. Ist jetzt auch nicht mega lecker, aber halt auch nicht so, dass man es nicht essen kann. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es mal. Und das waren eigentlich alle Süßigkeiten, die ich gekauft habe. Ich habe gedacht, ich kann euch noch kurz zeigen, was ich an sich auf dem Japan-Festival gekauft habe, neben dem ganzen Essen. Ein bisschen nervt sie mich schon, aber eigentlich finde ich sie auch mega süß. Es ist eine Kokeshi-Glocke. Ich weiß nicht, ich fand die so süß, die musste ich mitnehmen. Ich mag sie irgendwie, aber irgendwie nervt sie mich auch. Ich habe bei einer Tombola mitgemacht, also bei so einem Gewinnspiel-Ding, wo man Los kaufen konnte. Also es war halt jedes Los war ein Gewinn. Der kleinste Gewinn war sozusagen einfach nur ein Button. Und ich hatte aber Glück, ich habe ein Poster gewonnen und ich durfte mir ein Poster aussuchen. Und weil ich zurzeit ziemlich auf Shoujo stehe und ich weiß auch nicht warum, habe ich mir ein Kamisama Hajime Mashite Poster gekauft, also mit Tomoe und Nanami. Meine Freunde, die mit waren, haben halt alle einen Button gewonnen und sie fanden sehr lustig, sich lustige Buttons auszusuchen und mir die dann einfach an meinen Rucksack zu pinnen. Also den I Love Hentai Button habe ich ihnen zurückgegeben, weil der hat mir nicht so gefallen, aber den hier fand ich sogar echt total lustig und habe ihn einfach mal behalten. Dann war halt noch ein Mann da, der Shodo gemacht hat, also Kalligrafie. Man könnte zu ihm hingehen und sagen so, ja, ich möchte gerne hier und die Kanji geschrieben haben. Und dann hat er halt einem die Kanji auf ein Blatt Papier geschrieben und man durfte das halt mitnehmen. Und das Ganze hat halt auch irgendwie gar nichts gekostet. Ich habe mir die Kanji schreiben lassen und das sind halt auch die Kanji, so wie der Name meines Kanals benannt ist. Also das Kanji heißt Aprikose und das Kanji heißt Klang. Fand ich ganz cool, dass er das halt auch umsonst gemacht hat und es halt auch richtig, richtig gut aussieht. Also ich finde das richtig hübsch. Von den Sweet Potato, die ich gar nicht so lecker finde, habe ich sogar zwei KitKats gekauft, weil die halt günstig waren. Ich hatte mit dem Verkäufer dann auch auf Japanisch kurz ein bisschen geredet. Er meinte dann, dass man die auch eine Minute in den Ofen tun kann und das dann halt so ein bisschen zerschmilzt und dass das halt voll lecker ist und sehr viele Japaner das wohl gerne machen. Und vielleicht mache ich das dann irgendwann nochmal mit dem KitKat. Das war es jetzt aber wirklich. Habt ihr vielleicht schon mal auch japanische KitKats oder irgendwelche anderen japanischen Süßigkeiten probiert und wenn ja, wie hat euch das geschmeckt? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare, das würde mich nämlich super interessieren, wie andere das so sehen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr das irgendwie interessant fandet, wie die KitKats so schmecken, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und dann sehen wir uns vielleicht in meinem nächsten Video. Ich finde es immer noch komisch, das irgendwie zu sagen, weil ich irgendwie bisher 5 Videos habe, die wirklich Content haben und irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Yay!